أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته liebe Geschwister und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Und wie gewohnt hören wir uns erst einmal eine Rezitation an, inshallah ta'ala, heute von unserem Bruder Sheikh Sa'id, hafizahullah. Tafaddal, barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم
Fatah Allah alaikum. Masha'Allah. Allah ybarik fikum. Eine kurze Ansage, inshallah. Salam alaikum. Mit ausgestellter Auto, Mercedes FAA 597, bitte sofort ausfahren. Auto Mercedes Weiß FAA 597, bitte sofort ausfahren. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. Wir haben uns einige Ayat nun angehört aus Surat al-Isra. Allah sagt in der ungefähren Bedeutung: Gewiss, dieser Koran leitet zu dem, was richtiger ist, und verkündet den Gläubigen, die rechtschaffene Werke tun, dass es für sie großen Lohn geben wird. Und dass wir denjenigen, die an das Jenseits nicht glauben, schmerzhafte Strafe bereitet haben. Der Mensch ruft zu Allah um das Schlechte, wie er um das Gute ruft. Der Mensch ist ja stets voreilig. Und wir haben die Nacht und den Tag zu zwei Zeichen gemacht. Dann haben wir das Zeichen der Nacht ausgelöscht und das Zeichen des Tages hell gemacht, damit ihr nach Huld von eurem Herrn trachtet und damit ihr die Zahl der Jahre und die Zeitrechnung wisst, und alles haben wir ganz ausführlich dargelegt. Eine Sekunde. Jedem Menschen haben wir sein Vorzeichen an seinem Hals befestigt, und am Tag der Auferstehung bringen wir ihm ein Buch heraus, das er aufgeschlagen vorfinden wird. Lies dein Buch. Du selbst genügst heute als Abrechner über dich. Wer der Rechtleitung folgt, der ist nur zu seinem eigenen Vorteil rechtgeleitet. Und wer irre geht, der geht nur zu seinem Nachteil irre. Und keine lasttragende Seele nimmt die Last einer anderen auf sich. Wir strafen nicht eher, bis wir einen Gesandten geschickt haben. Dies waren die Ayat, die wir uns angehört haben, und kommen nun zum Vortrag, insha'Allah tabaraka wa ta'ala. Wir waren stehen geblieben bei Ayat 43.
Ganz kurz noch einmal die Zusammenfassung. Der Gartenbesitzer war ja überheblich und sein Begleiter hat nun ihn aufgerufen, an Allah zu glauben, an den Tag der Auferstehung. Ma sha Allah la quwwata illa billah zu sagen, wenn er in seinen Garten reingeht. Und danach hat er entweder ein Bittgebet gegen ihn gemacht, wie einige Gelehrte sagen, oder es war eine Erwartung, dass er eben wusste, wie die Gesetzmäßigkeiten Allahs sind und dass sein Garten oder seine beiden Gärten eben zugrunde gehen werden. Und das ist nun auch passiert. Denn sein Garten wurde vernichtet, wie es Allah subhanahu wa ta'ala beschrieben hat. Und Allah azza wa jalla sagt danach, und er hatte weder eine Schar, die ihm anstatt Allahs half, noch konnte er sich selbst helfen. Das bedeutet, er prahlte ja mit seinen Leuten, ja, mit den Menschen, die er hatte, mit dem Geld, aber das alles konnte ihm nun nicht mehr helfen, denn wenn die Strafe Allah subhanahu wa ta'ala eintritt, dann ist die Hilfe der Menschen oder der Besitz nicht mehr wirksam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor jeglicher Strafe bewahren. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnte dieses Ereignis, dass eben eine Stadt zugrunde geht aufgrund der mangelnden Dankbarkeit auch an anderer Stelle. Und dieser Aspekt, dass wir den Koran mit dem Koran erläutern, ist etwas sehr Wichtiges. Und das ist die erste Form, wie man überhaupt den Koran verstehen soll. Den Koran anhand anderer Ayat im Koran. Das heißt natürlich nicht, dass wir die Sunna vernachlässigen, sondern die ziehen wir auch natürlich mit, damit wir den Koran verstehen. Und wer den Koran verstehen will ohne Sunna, der wird in die Irre gehen. Derjenige, der den Koran verstehen möchte, ohne die Aussagen oder die Handlungen des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder die Bestätigungen des Propheten sallallahu alaihi wasallam auch zu beachten, der wird in die Irre gehen. Denn so viele Sekten beziehen sich auf den Koran. Es gibt einige, die gar keine Muslime sind, aber sie sagen, wir glauben an den Koran. Aber sie glauben eben nicht an die Sunna. Denn derjenige, der die Sunna leugnet, ist kein Muslim. Warum? Weil er ja den Koran leugnet. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, dass wir dem Propheten folgen müssen. Also, in einer anderen Aya sagt Allah azza wa jalla, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Allah prägt das Gleichnis einer Stadt, die Sicherheit und Ruhe genoss. Ihre Versorgung kam zu ihr reichlich von überall. Da wurde sie gegenüber den Gnaden Allahs undankbar. So ließ sie Allah das Kleid des Hungers und der Angst erleiden für das, was sie machte. Also diese Aya erklärt uns ein göttliches Prinzip, so wie es physikalische Werte gibt oder Konstanten gibt, so gibt es auch göttliche Gesetzmäßigkeiten, die sich nicht ändern. Nennt man Sunnen. Sunna, nicht das Freiwillige oder die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern eine göttliche Sunna, As-Sunan Ar-Rabbaniyya, also Gesetzmäßigkeiten. Und dazu gehört
wenn man undankbar ist, entzieht Allah einem Menschen die Gabe. Und hier gibt Allah ein Beispiel, ein Gleichnis, dass ein Volk alles hatte, was es braucht. Was braucht ein Volk, damit es Wohlstand hat? Es braucht, wie Allah hier sagt, Sicherheit und Ruhe und Versorgung. Das sind die Pfeiler eines Volkes, das gut lebt, Wohlstand hat, Sicherheit hat. Aber sie waren undankbar. Und was haben wir gesagt, ist Undankbarkeit bezüglich der Gaben Allahs? Oder was ist Dankbarkeit bezüglich der Gaben Allahs? Wie kann ich dankbar sein? Ja? Durch gute Taten. Eben, dass ich die Gaben Allahs verwende für Dinge, die Allah zufriedenstellen. Das ist Dankbarkeit. Du zeigst dich dankbar. Du sagst nicht nur Danke, sondern du zeigst Dankbarkeit. Und Undankbarkeit ist der Umkehrschluss, dass du die Gaben Allahs missbrauchst für Sünden. Das ist Undankbarkeit. Wenn also jemand die Gaben Allahs missbraucht, ist er undankbar. Und wenn er undankbar ist, entzieht ihm Allah subhanahu wa ta'ala diese Gaben. Möge Allah unsere Gaben segnen. So ließ Allah das Kleid des Hungers und der Angst erleiden für das, was sie machten. Schaut, wie Allah subhanahu wa ta'ala, also diese Ayah könnte man in der Politikwissenschaft studieren. Ja, also was macht eine Gesellschaft aus, dass sie wohlhabend ist, dass es politisch und, so, und ökonomisch und gesellschaftlich alles in Ordnung ist? Diese zwei Sachen. Hunger, Angst. Sobald eines von beiden eintritt, haben wir ein Problem in einer Gesellschaft. Und schaut hier, wie Allah subhanahu wa ta'ala nicht einfach sagt und Allah prüfte sie dann mit Hunger und mit Angst. Nein, so ließ sie Allah das Kleid des Hungers und der Angst erleiden. Warum Kleid? Was denkt ihr, warum gerade Kleid? Was zeigt dieses Wort hier? Das Kleid haftet überall am Körper und es ist ganz eng auf der Haut. Ja, das heißt, diese Gefahr ist nicht etwa weit, sie haftet an jede einzelne Person, sodass sie es nicht ausziehen konnte. Diese Gefahr, diese Prüfung war so sehr umfassend, dass sie eben vernichtet wurden. Möge Allah uns davor bewahren. Und deswegen noch einmal müssen wir immer darauf achten, wenn Allah dir eine Gabe gegeben hat, sei dankbar, indem du diese Gabe nutzt für gute Zwecke. Dann sagt Allah Azza wa Jal, in dem Fall gehört all die Schutzherrschaft Allah dem Wahren. هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ. Er ist der Beste im Belohnen und er verschafft den besten Ausgang. In dem Fall, also im Falle der Bestrafung, in dem Fall gehört all die Schutzherrschaft Allah dem Wahren. Also in diesem Fall, als nun die Strafe eingetreten ist, wurde diesem Menschen klar, der einzige Herrscher ist Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, er kann nichts tun, niemand kann ihm helfen. Der Einzige, der jetzt entscheidet, ob dieser Garten noch blühen wird oder vernichtet wird, ist Allah subhanahu wa ta'ala. Also im Falle der Bestrafung, die den Gartenbesitzer entweder im Diesseits, das ist eine Form der Strafe, eben dass der Garten vernichtet wurde, oder auch im Jenseits die Strafe für die Undankbarkeit, für die Hochmütigkeit, für seine Überheblichkeit, außer natürlich, wenn wir was sagen, wann würde er dann die Strafe nicht bekommen? Nach einer Tafsir, genau, nach einigen Gelehrten sagen sie, dass er ja bereut hat, als er gesehen hat, wie sein Garten vernichtet wurde, hat er bereut und ist zurückgekehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala. Hier gibt es unterschiedliche Lesarten bezüglich des
Begriffs Walaya. Und zwar sagt al-Shinqiti rahimahullah ta'ala, gemäß der Lesart Walaya, hunalika al-Walayatu lillahi al-Haq. Walaya. Die andere Lesart lautet Wilaya. Es gibt Walaya und Wilaya. Die Schrift ist ja die gleiche, das hatte ich ja schon öfters erwähnt. Das ist ja das Besondere an der arabischen Sprache, dass in der arabischen Sprache die Vokalisationen ja nicht normalerweise geschrieben werden, sondern du hast nur Konsonanten. Ja, ich hatte ja ein Beispiel mit Stuhl, ja, und Stahl. Ja. Das sind zwei verschiedene Wörter. Im Arabischen kannst du mit einem Wort beides aussprechen, Stuhl und Stahl. Ja? Und das ist eben eine Besonderheit, dass du mehr Bedeutungen auch einpacken kannst in einem Ausdruck. Also gibt es Walaya und Wilaya. Al-Shinqiti rahimahullah, gemeint ist mit Al-Shinqiti Muhammad Al-Amin, Al-Shinqiti, der Tafsir-Gelehrte. Es gibt den zeitgenössischen, heutigen Gelehrten, möge Allah ihn bewahren, Muhammad al-Mukhtar al-Shinqiti, der für sein Fiqh bekannt ist. Er ist natürlich ein Großgelehrter, aber sehr bekannt für sein Fiqh. Sheikh Nail hat ja seine Fiqh-Reihe übersetzt ins Deutsche. Gemeint ist jetzt, wenn wir reden, beim Tafsir besonders, al-Shinqiti sagte also Muhammad al-Amin al-Shinqiti, rahimahu Allahu tabaraka wa ta'ala. Er sagt, gemäß der Lesart Walaya lautet die Bedeutung die Gefolgsamkeit und Bindung. Walaya hat was zu tun mit Bindung. Irgendetwas ist zusammen. Gemäß dieser Lesart, also Walaya, sind zwei Bedeutungen möglich. Die eine Bedeutung lautet, in dem Fall wird jeder zu einem Gefolgsmann Allahs. هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ. Heißt was? Also, in dem Fall wird jeder Gefolgsmann Allahs. Jeder unterwirft sich Allah. هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ يعني وَلَايَةُ الْخَلْقِ. Also, dass die Menschen Allah folgen. Ist das klar? Das ist die erste Bedeutung. In dem Fall wird jeder zu einem Gefolgsmann Allahs. Was heißt das? Ja, wenn die Strafe eintritt und du nichts mehr machen kannst, dann bist du Diener, ob du willst oder nicht. Wenn jemand krank wird, möge Allah uns bewahren und heilen, da kannst du machen, was du willst. Du willst aufstehen, du kannst nicht aufstehen. Da bist du ein Diener, ob du willst oder nicht. Der Gläubige ist freiwillig Diener Allahs. Der Ungläubige wird nur dann zum Diener Allahs, wenn er gezwungen wird. Heißt was? Welche Dienerschaft? Also, dass er tut, was Allah bestimmt hat. Nicht, dass er jetzt anfängt zu beten. Nein, er wird krank und kann sich nicht bewegen. Da kann er sagen, wie er will, ich bin frei, ich bin aufgeklärt, ich bin ein moderner Mensch. Trotzdem kannst du dich nicht bewegen. Hier zeigst du, dass du ein Diener Allahs bist. Der Gläubige sagt, das weiß ich sowieso und deswegen diene ich Allah auch bei Dingen, die ich freiwillig machen kann. Freiwillig nicht, dass es keine Pflicht ist, sondern der Mensch kann sagen, ich bete und er kann sagen, ich bete nicht. Das ist gemeint mit Freiwilligkeit. Das Gebet ist natürlich eine Pflicht. Er sagt, denn wenn der Ungläubige die Strafe Allahs sieht, kehrt er zurück zu Allah. Demnach gleicht diese Aya der Aussage Allahs. فَلَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. Als sie dann unsere Gewalt sahen, also die Strafe, sagten sie, wir glauben an Allah allein und verleugnen das, was wir ihm beizugesellen pflegten. Und die Aussage Allahs über Pharaon. Allah Azza wa Jalla erwähnte, was Pharaon sagte, kurz vor seinem Tod. Allah sagt,
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Bis das, als er vom Ertrinken erfasst wurde, also Pharaon, er sagte: Ich glaube, dass es keinen Gott gibt, außer dem, an den die Kinder Israels glauben. Und ich gehöre nun zu den Allah-Ergebenen. Etwa jetzt erst, wo du dich doch zuvor widersetztest und zu den Unheilstiftern gehörtest. Da gilt natürlich die Taube nicht mehr, denn die Taube gilt bis zum Todeszeitpunkt. Wann hat er das gesagt? Als die Seele rausgehen sollte. Das war zu spät. Er hat es nicht gesagt, noch bevor die Seele entnommen werden sollte. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam erklärte, dass man die Taube vollziehen kann, solange man nicht, wie nennt man dieses Geräusch noch einmal beim Sterben? Röcheln, so sagt Allah khairan. Solange dieses Geräusch nicht eintritt, solange kannst du bereuen. Aber wenn der Moment kommt, wo die Seele entnommen wird, dann ist vorbei. Da kannst du, selbst wenn du, wie Pharaon es gesagt hat, ich kehre zurück, vorbei. Denn das war der Moment, an dem er gestorben ist. Und nicht Momente vorher. Und deswegen hat ihm seine Taube nichts gebracht. Was meint Ash-Shinqiti jetzt, rahimahullah, mit der Zitierung dieser Ayat? Er meint also, in diesem Moment, in dem Pharaon ertrinkt oder in dem einem Menschen etwas passiert, erkennen sie, dass sie Allah gehören. Und das ist eine der beiden Bedeutungen, wenn wir die Lesart benutzen, wa laya, nicht wi laya. Die Walaya im Sinne der Schutzherrschaft, das ist die zweite Bedeutung. Was bedeutet Schutzherrschaft? Dass Allah der Wali von dir ist. Was heißt das? Das bedeutet, dass Allah dein Beschützer ist. Also, die Ayah lautet also dann, in diesem Fall ist die Schutzherrschaft, also ist der einzige Beschützer, der dich retten kann vor solchen Strafen, Allah subhanahu wa ta'ala. Sind die zwei Bedeutungen klar? Also die erste Bedeutung lautet, der Mensch fühlt sich untergeben. Die zweite Bedeutung lautet, Allah ist der Beschützer. Und beides trifft natürlich zu, wenn die Strafe eintritt. Wenn die Strafe, möge Allah uns davor bewahren, eintritt, ist der Mensch sicherlich ein Untergebener. Er kann ja gar nicht anders. Und wenn die Strafe Allahs eintritt, ist er der Einzige, der beschützen kann, subhanahu wa ta'ala. Dies entspricht der Aussage Allahs azza wa jal. Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله ist der Schutzherr derjenigen, die glauben. Er bringt sie aus den Finsternissen heraus ins Licht. Diejenigen aber, die ungläubig sind, deren Schutzherren sind die falschen Götter. Sie bringen sie aus dem Licht hinaus in die Finsternisse. Das sind Insassen des Höllenfeuers. Ewig werden sie darin bleiben.
Natürlich, die falschen Schutzherren werden sie nicht schützen können. Sind ja falsche. Also gefälschte Schutzherren. Also ungültige. Ja, sie denken, die Polytheisten, die Götzendiener, denken, dass diese Götzen ihnen helfen werden, Schutz gebieten werden. Aber dem ist nicht so, sondern sie werden sie in die Hölle bringen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Eine weitere Ayah lautet: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. Dies, weil Allah der Schutzherr derjenigen ist, die glauben, und weil die Ungläubigen keinen Schutzherrn haben. Al-Imam Shinqiti rahimahullah, sein Tafsirwerk heißt ja so, dass er eben Adwa'ul Bayan, dass er eben den Koran anhand des Korans erläutert. Fi Tafsir al-Qur'ani bi al-Qur'an. Und das ist eben etwas Besonderes. Er hat, rahimahullah, sein Tafsirwerk nicht vollenden können. Es waren also nicht alle Suren. Sein Schüler hat es dann fortgesetzt. In Bezug auf die Ungläubigen besitzt also Allah die Walaya der Herrschaft und Bezwingung. Das heißt also, Allah subhanahu wa ta'ala ist Wali im Bezug auf die Gläubigen, also ihr Beschützer. Und er ist der Wali über die Kuffar, also der Bezwinger. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. Und sie werden zu Allah, ihrem wahren Herrn, zurückgebracht. Und entschwunden ist ihnen dann, was sie zu ersinnen pflegten. Das heißt, Al-Wilaya, dieser Begriff Wilaya, hat mehrere Bedeutungen. Und der Name Allahs Al-Wali hat mehrere Bedeutungen. Al-Wali gegenüber den Gläubigen bedeutet Schutz. Al-Wali gegenüber Ungläubigen bedeutet Bezwingung. Das heißt, je nach dem Kontext musst du diesen Namen Allahs Azza wa Jal oder diese Eigenschaft Allahs Subhanahu wa Ta'ala unterscheiden. Und deswegen auch, wenn es allgemein gehalten wird, هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ, in diesem Fall gilt die Walaya Allah. Wenn es nun allgemein gehalten wird, es wird hier nicht erwähnt, ob für Muslime oder Nicht-Muslime, dann wird eben die Deutung der Ayah unterschiedlich interpretiert. Also einmal im Sinne der Walaya gegenüber den Gläubigen und einmal im Sinne der Walaya gegenüber den Ungläubigen. Ist das klar? In einer anderen Lesart heißt es Wilaya. Wilaya ist Herrschaft, Macht, Souveränität. Also das ist die andere Lesart und die bedeutet auch eben Herrschaft. Also die Souveränität in diesem Fall gebührt Allah. In welchem Fall nochmal? Im Falle der Bestrafung, der Eintritt dieser Strafe. Eben entweder, dass der Garten vernichtet wurde oder Yawm al-Qiyamah, dass dieser Mensch bestraft wird. Beim Ausdruck Al-Haqq, هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ Al-Haqq, der Wahre, wie wir gleich sehen werden, gibt es die Lesart Al-Haqqi und es gibt die Lesart Al-Haqqu. Und je nachdem gibt es unterschiedliche Bedeutungen. Nach der Lesart Al-Haqqi handelt es sich um einen Namen Allahs. هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ Al-Haqq, Allahu Al-Haqq. Jetzt entschuldigt ein bisschen Grammatik, ein bisschen nur. Lillahi,
Li ist was? Li ist was? Ein Partikel, also Harfu Jar. Und deswegen heißt es Lillahi mit Kasra, mit dem I am Ende. Lillahi. Und dann, wenn wir sagen Al-Haqqi, was haben wir gelernt? Die Beschreibung? Genau, die Beschreibung hat die gleiche Vokalisation wie das beschriebene Wort. Also da es hier auch ein I hat am Ende, Haqqi, entnehmen wir daraus grammatikalisch, also bezieht sich Al-Haqqi auf was? Auf Allah. Also Allah ist Al-Haqq. Allah ist der Wahre. Es ist also eine Beschreibung Allah subhanahu wa ta'ala. Also, er ist der Herrscher, der Wahre subhanahu wa ta'ala. Nach der Lesart Al-Haqqu bezieht es sich auf welches Wort? Al-Walayatu. Al-Haqqu. Also die wahre Herrschaft. Also das Wort wahre, Al-Haqq, bedeutet entweder Allah der Wahre. Wenn es heißt Al-Haqqi, dann bedeutet es Allah der Wahre. Und wenn wir lesen Al-Haqqu, dann bedeutet es die Herrschaft, die wahre. Also was? Also die richtige, die wahrhaftige, die ungefälschte, die tatsächliche Herrschaft. Also hier sehen wir auch, was die Lesarten für eine Auswirkung haben in Tafsir. Und deswegen alle größeren Tafsirwerke befassen sich natürlich auch mit den Lesarten, die einen Einfluss haben auf die Bedeutung. Da wird jetzt nicht jede einzelne Lesart immer besprochen, sondern die Lesarten, die eine Auswirkung haben auf unterschiedliche Bedeutungen, wie wir es hier in diesem Fall haben. Das Schöne an diesen Lesarten ist was? Dass du in einem Satz all die Bedeutungen zusammenpackst. Allah ist der Wahre, Allah und seine Herrschaft ist die Wahre. Seine Herrschaft gilt den Gläubigen, dann bedeutet es, er ist der Beschützer von ihnen. Seine Herrschaft gilt aber auch den Ungläubigen, also ist er der Bezwinger. Und es bedeutet aber auch, dass die Gläubigen sich Allah unterwerfen und die Ungläubigen unterwerfen sich auch Allah. Das alles in einer Ayah, in zwei, drei Wörtern. Durch was? Durch die verschiedenen Vokalisationen. Das ist ein Grund, warum Allah Azza wa Jalla eben diese Sprache ausgewählt hat für den Koran. Dass man so viel Information, so viele Lehren, so viele Bedeutungen in ein und demselben Satz oder sogar in einem Wort stecken kann. Das heißt also, die wahre Herrschaft gehört Allah subhanahu wa ta'ala. Das bedeutet, was heißt wahre Herrschaft? Zum einen, dass sie fehlerfrei ist. Weil das Gegenteil von Haqq ist was? Batil, also Unwahrheit. Ich weiß nicht, Falschheit, gibt es das eigentlich? Ja? Also, dass es eben falsch ist. Die Herrschaft Allahs ist wahr, die Herrschaft der Menschen ist falsch. Warum? Weil sie unvollkommen ist. Ein menschlicher Herrscher, König, Sultan, Allahu A'lam, was Vorarbeiter, egal was er hat an Macht, er ist immer fehlerbehaftet. Aber Allah subhanahu wa ta'ala ist der vollkommene Herrscher, subhanahu wa ta'ala. Deswegen haben wir Muslime uns ja entschieden, uns ihm zu unterwerfen, subhanahu, weil wir wissen, er macht keine Fehler, jalla jalaluhu. Wir sind uns gewiss, dass alle Gebote Allahs die besten Gebote sind. Dass alle Bestimmungen Allahs die besten Bestimmungen sind. Und wenn jemand einen Schicksalsschlag erfährt, der Kontext dieser Ayah ist ja was? Der Garten wurde vernichtet. Ein Schicksalsschlag. Und dann sagt Allah, hunalikal walayatu lillahi alhaq. In diesem Fall gehört die Herrschaft oder Schutzherrschaft Allah dem Wahren. Oder die wahre Schutzherrschaft gehört Allah dem Wahren.
Wenn ich diese Ayah lese und ich habe auch einen Schicksalsschlag, dann weiß ich, Allah subhanahu wa ta'ala macht nichts ohne Sinn. Aber es tut doch weh, ich bin krank oder ich habe jetzt kein Geld oder... Aber da steckt Weisheit drin. Allah entscheidet nicht unsinnig, ohne Weisheit. Wenn Allah azza wa jal dir eine Prüfung geschickt hat, dann ist sie gut für dich. Ja, soll ich Allah bitten, bitte prüf mich? Nein. Bitte Allah um Unversehrtheit. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam sagt in Dua al-Qunut, im Muttergebet, وَقِنَا وَصْرِفْ عَنَّا شَرَّ مَا قَضَيْتْ. Also, verschone uns und wende von uns ab das Schlechte dessen, was du vorgeschrieben hast. Du sollst nicht dir das Schlimme herbeiwünschen. Aber wenn es passiert, weißt du, es hat einen Sinn. Ein Scheich sagte mal, da war jemand krank und er fragte ihn dann, er war bei Besuch, und bist du zufrieden? Dann sagte, also zufrieden mit der Krankheit, meinte er. Ehrlich, nein. Ich habe die Zufriedenheit noch nicht so. Wie soll ich denn zufrieden sein mit einer Krankheit? Dann sagte er ihm, dass du weißt, dass Allah Azza wa Jal mit dieser Krankheit dir ein Tor geöffnet hat zum Paradies. Irgendwas, was du vorher nicht gemacht hast, machst du jetzt. Sagte er, ja, jetzt habe ich Zeit für Koran. Vorher habe ich nie Koran gelesen. Manche Menschen fangen erst an, den Koran zu lesen, wenn sie diesen Schicksalsschlag bekommen. Also ist dieser Schicksalsschlag eine Gnade Allahs. Du hast jahrelang Zeit gehabt, den Koran zu lesen. Du wolltest es nicht. Aber Allah will dich im Paradies haben. Lies Koran, du willst immer noch nicht. Lies Koran, du willst immer noch nicht. Lies Koran, du willst immer noch nicht. Werd krank, jetzt habe ich Zeit, Koran zu lesen. Bitteschön. Allah möchte unbedingt, dass du im Paradies landest. Du willst es aber nicht. Oder du merkst es gar nicht, dass du es nicht willst. Oder dass du nicht gerade so lebst. Also prüf dich Allah subhanahu wa ta'ala. Stell dir vor, du hättest viel mehr Geld. Du hast Geld erwartet. Und du wolltest dann irgendetwas machen. Allahu a'lam, was haram ist. Ja? Ja, Anzahlung für Zinsen. Und du brauchst jetzt mal so ein Batzen Geld, 30.000 Euro, damit du so einen Zinskredit bekommst. Und auf einmal... Du machst Handel, du verlierst. La hawla wa la quwwata illa billah, ya Rabbi, ich habe Dua gemacht, gib mir und versorge mich. Du bist der Allversorger und so weiter und so fort. Aber Allah weiß, du wolltest jetzt dieses Geld benutzen als Anzahlung für einen Kredit von den Zinsen. Also hat was Allah dir gegeben? Verlust. Weil Allah dich liebt. Er will dich nicht dort haben. Nur musst du verstehen, was hinter dieser Prüfung ist. Allah wird dir keinen Schicksalsschlag geben, nur um dich zu erniedrigen, einfach so ohne Sinn. Hauptsache, dir geht schlecht. So ist nicht Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ist der Allgnädige. Und er prüft dich nur dann, wenn du noch nicht bei ihm angekommen bist. Obwohl er dich so oft gerufen hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen reinigen. Also die eine Bedeutung, die wahre Herrschaft, also die vollkommene Herrschaft. Eine andere Deutung lautet, dass niemand anderes außer Allah die Herrschaft gebührt. Ja, das heißt, er hat das Recht, das alleinige Recht, der Schutzherr zu sein, der Gebieter zu sein, subhanahu wa ta'ala. Somit besitzt Allah die vollkommene und einzige Herrschaft. Wahre Herrschaft bedeutet vollkommene und einzige Herrschaft. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, er ist der Beste im Belohnen und er verschafft den besten Ausgang. Das heißt, Allah ist der Beste, der die Gläubigen belohnt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala all unsere guten Taten annehmen. O Allah, belohne uns für unsere guten Taten und verzeihe uns unsere schlechten Taten. Ja Rabbi, helfe uns, dass wir immer mehr Gutes tun und immer weniger Schlechtes tun. Er ist derjenige, der am besten belohnt. Schaut mal, liebe Geschwister, wenn du zwei Stellenanzeigen hast, ja, zwei Stellen,
Der eine gibt ja 2,5 im Monat, der andere 3,5. Bei wem wirst du wohl arbeiten? Ah, gleiche Kondition, bla bla bla, nur das Gehalt ist gleich, unterschiedlich. Bei wem würdet ihr dann arbeiten? Allah iftah alik, 3,5, ja. Also selbst im Ramadan wollen wir auch mehr Geld. Das ist ja nicht haram, wenn es im Halal ist, ja. Du gehst zu dem, der am besten bezahlt, oder nicht? Allah sagt dir hier, hör mal zu, ich bin der Beste, der belohnt. Subhanallah. Es gibt niemanden, der dir diesen Lohn geben kann. Welchen Lohn? Das Paradies. Alles, was du dir wünschst im Diesseits, was du nicht erreicht hast, an Erlaubtem meine ich jetzt, wirst du erreichen im Jenseits, dadurch, dass du das, was du erreichen wolltest im Diesseits, nicht auf unerlaubten Weg bekommen hast. Ich will eine Villa haben. Wer von euch würde sagen, nein, ich will keine Villa? Du kriegst kostenlos eine Villa, Schlüssel, jetzt. Würdest du sagen, nee, nee, ich will meine zwei Zimmer hier, mitten in der Stadt, Abgas und so weiter. Schön am Strand, träumt weiter. Also, wenn du das bekommen könntest, dann würdest du so auch sagen, ja, so etwas bekommst du im Paradies. So etwas wirst du im Paradies bekommen. Schlösser, nicht nur eine Villa, mehrere Schlösser. Und deswegen der Gläubige sagt sich, okay, wenn ich mir das leisten kann im Halal, hermit, warum nicht? Halal, Alhamdulillah. Aber wenn ich es mir nicht leisten kann im Halal, ja Rabbi, bitte bewahre mich dann. Ich warte ab, bis ich Yawm al-Qiyamah eben den besten Lohn bekomme. Und der höchste Lohn Yawm al-Qiyamah, das größte, was man überhaupt bekommen kann, ist was? Ja Rabbi, lass uns dein Angesicht sehen. Im Hadith, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn die Paradiesbewohner im Paradies sein werden, ja Rabbi, zähle uns zu den Paradiesbewohnern. Lasse uns ins Paradies eintreten ohne vorherige Strafe und ohne vorherige Sünde. Ja Rabbi, wandle unsere Sünden um in gute Taten. Und dann fragt er sie, wünscht ihr noch etwas? Dann sagen sie, was sollen wir noch wünschen? Du hast uns gerettet, du hast uns gegeben, alles was wir wollten. Und dann nimmt Allah Azza wa Jal den Vorhang weg, also diese Unfähigkeit, ihn zu sehen, die wird dann weggenommen. Und dann erblicken sie den Schönen, subhanahu wa ta'ala. Du musst immer diesen Moment, diese Sehnsucht. Viele von uns, wenn sie ans Paradies denken, an was denken sie dann? Kommt drauf an, Männer oder Frauen, genau, ja. Ist ja nicht haram. Du brauchst dich auch nicht zu schämen dafür als Muslim. Ja? Warum sollte man sich schämen? Es ist halal. Allahumma lakal hamd. Aber das schönste Geschenk im Paradies ist Allah zu sehen. Ja Rabbi, versammle uns auf dem Markt des Paradieses, der freitags immer ist, dass wir dein Antlitz jeden Freitag sehen können. Denn je nachdem, wie deine Taten sind, einige sehen ihn einmal, die anderen sehen ihn jede Woche, andere sehen ihn einmal im Monat. Je nachdem, wie deine Taten sind. Möge Allah unsere Taten segnen, auf dass wir Allah immer sehen, wann wir wünschen. Er ist der Beste im Belohnen und er verschafft den besten Ausgang. Das bedeutet, Allah Azza wa Jal leitet dich und führt dich zum besten Ausweg. Also auf Deutsch gesagt zum Happy End. Er ist derjenige, der dich dazu führt. Der beste Ausgang, sowohl im Diesseits als auch im Jenseits. Du hast einen Unfall gebaut, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat dich noch verschont. Der beste Ausgang, du bist doch nicht querschnittsgelähmt. Und die Ärzte sagen, was für ein Wunder. Und es war eine Sadaqa, es war ein Bittgebet deiner Mutter, es war etwas, ein Stück Fleisch beim Iftar, hast du deinem Bruder gesagt, bitteschön, Habibi, bitteschön, isst du. Und damit hat Allah Azza wa Jal dich beschützt. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der festlegt, was am Ende passiert. Also flehe Allah an.
dass er dich leitet und dass er dich bewahrt und dass er dich beschützt, subhanahu wa ta'ala. Dann machen wir mal hier einen Halt, inshallah, bi-idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unser Fasten annehmen. O Allah, wir bitten dich mit deinen schönsten Namen und erhabensten Eigenschaften, dass du uns reichlich belohnst für unser Fasten. Verzeihe unsere Nachlässigkeit und unsere Fehler während dem Fasten und belohne uns ausgiebig von deinem großartigen Lohn. O Allah, lasse uns den restlichen Ramadan besser leben als die vorherigen Tage. Erlaube uns, die Nacht der Bestimmung zu erreichen und gebe uns Kraft und Geduld, dass wir die Nacht der Bestimmung beleben mit Gebeten und Gedenken und allen anderen guten Taten. O Allah, zähle uns zu denjenigen, die du vom Höllenfeuer gerettet hast im Ramadan. Zähle uns zu den Gewinnern im Ramadan und lasse uns nicht zu den Verlierern gehören. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gibt es